Jo, hier ist Mr. Mike. Auf mehrfachen Wunsch erkläre ich heute mal die jeweiligen Positionen einer Basketballmannschaft. Los geht's mit dem Center. Der Center ist meist der größte und stärkste Spieler in einer Basketballmannschaft. Die Aufgaben des Centers beschränken sich fast ausschließlich auf die Arbeit in der Zone, also direkt unter dem Korb. Er versucht aufgrund der Nähe zum Korb Rebounds, also Abpraller vom Brett oder vom Ring, zu holen, sowie im Angriff leichte Punkte zu erzielen. Auch in der Verteidigung steht das Center direkt unter dem Korb. Durch seine Präsenz in der Zone verhindert er das Ziehen der gegnerischen Flügel- und Aufbauspieler zum Korb. Der Power Forward, zu Deutsch großer Flügelspieler, kraftvoller Angriffsspieler. Der Power Forward punktet ebenso wie der Center nahe am Korb und ist für die Rebound-Arbeit in der Offensive und der Defensive mitverantwortlich. Der Shooting Guard ist in der Regel auf Distanzwürfe spezialisiert. Der Shooting Guard und der Point Guard sind üblicherweise die kleinsten und schnellsten Spieler einer Basketballmannschaft. Der Small Forward ist ein Flügelspieler. Er punktet in der Regel durch Zug zum Korb oder durch Würfe aus der Mitteldistanz. Daher werden von ihm üblicherweise gutes Ballhandling und ein guter Wurf verlangt. Der Point Guard, zu Deutsch der Aufbauspieler. In der Regel ist der Point Guard sehr schnell und wendig und besitzt ausgezeichnetes Ballhandling. Ebenso ist seine Spielübersicht von großer Bedeutung, denn der Point Guard entscheidet darüber, wann welcher Spielzug gestartet wird. Er muss sich daher auch durch kluge Entscheidungen auszeichnen. Der Point Guard ist eine Art verlängerter Arm des Trainers auf dem Spielfeld. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch ein bisschen was erklären von dem wunderschönen Sport Basketball. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da, nach oben natürlich und ein Abo für alles Weitere. Ich sag vielen Dank, euer Mr. Mike. Boom.